Mensch, Mädel, das gibt's überall. Und wie bist du als normaler Fußgänger? Wo bleibst du? So viele heute erschienen sind. Ein herzliches Willkommen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das steht seit 20 Jahren in unserem Grundgesetz. Also wir fordern nichts, was so erst einmal ganz neu ist, sondern wir fordern etwas, was es schon lange umzusetzen gilt. Ich freue mich, dass unserem Aufruf die verschiedensten Vertreter von den verschiedensten Organisationen, von den verschiedensten politischen Ebenen hier erschienen sind. Ich begrüße alle Bundestagsabgeordneten. Ich begrüße die Landtagsabgeordneten und den stellvertretenden Landtagsvorsitzenden. Ich begrüße die Stadtverordneten der verschiedenen Fraktionen und ich freue mich, dass von den Leipziger Verbänden die verschiedensten Vertreter hier da sind. Ich freue mich, dass Vertreter vom Blinden- und Sehbehindertenverband hier sind. Ich freue mich, dass vom Mobilen Behindertendienst Vertreter hier sind, dass von ProRetina Leute anwesend sind. Ich freue mich, dass vom Stadtverband der Hörgeschädigten Vertreter hier sind. Und ich bin sehr dankbar, dass Frau Barth für uns dolmetscht. Und hier ist auch ein Stückchen Barrierefreiheit, was es einfach noch zu erringen gilt. Doch hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen, er möge es mir verzeihen. Es sind alle ganz, ganz herzlich hier willkommen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Vor 20 Jahren, inzwischen, haben wir die sächsische Bauordnung. Wir haben das sächsische Integrationsgesetz. Wir haben die UN-Menschenrechtskonvention, Behindertenkonvention. Und wir haben die Definition von Barrierefreiheit. Und das nicht erst seit gestern, sondern das schon über einen größeren Zeitraum. Und die besagt, Barrierefreiheit heißt ohne besondere Erschwernis. Und wir sind im Thema. Als am 6.8. hier dieser Abschnitt eröffnet worden ist, waren viele von uns erschrocken, sie waren erschüttert. Sie haben gesagt, das kann doch nicht sein. Ein Abschnitt, der nicht barrierefrei ist. Und ich kann mich noch an die Begründungen erinnern, dass gesagt worden ist, der alte Tunnel war auch nicht barrierefrei. Das ist ein Affront. Dass gesagt worden ist, es ist ja die Überwegung über die Straße geschaffen worden. Bei Wind und Wetter. Ich habe vorhin noch gesagt, wenn es heute geregnet hätte, hätte das wahrscheinlich sehr gut dazu gepasst. Dann hätten wir nämlich gemerkt, wie problematisch das ist. Ja, der laufen kann erst mal schnell mal unten durch. Aber die anderen müssen dann über zwei Straßen und über verschiedene Gleise sich bewegen. Ja, und dann die dritte Begründung war, der Auftraggeber hatte das so bestellt. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist denn das, wenn der Auftraggeber sagt, der Brandschutz muss nicht berücksichtigt werden, die Statik muss nicht berücksichtigt werden, ob dann der Auftragnehmer, also der Bauträger auch sagt, ja, machen wir. Ich finde, es sind da alle eine Verantwortung. Und Barrierefreiheit muss einfach zum Problem werden, wie ein statisches in der Umsetzung. Und dazu
dynamisch in der Entwicklung. Und dieses Argument, ich bin gestern gefragt worden, das Geld, was man da bräuchte, das fehlt dann bei Schulsanierungen. Wie ich mich dazu positioniere als Veranstalter. Und da habe ich gesagt, das ist ein Totschlagargument. Und wenn man da noch ein Stückchen drüber nachdenkt, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie hat denn das begonnen? Da war mal von ungefähr 500 Millionen Euro die Rede. Inzwischen sind es 960.000. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, Euro, die ausgegeben wurden. Ich will das jetzt nicht bewerten im Für oder gegen diesen Tunnel, sondern ich weise darauf hin, wegen der Problematik der Schaffung von Barrierefreiheit, wo dann gesagt worden ist, dieses Geld steht uns aber jetzt nicht zur Verfügung, beziehungsweise, ich weiß nicht, wer da im Einzelnen mit da geschürt hat, dann Politik gemacht wird, so nach dem Motto, wenn wir das machen, können wir keine Schulen sanieren. Das kann nicht sein. Wir erwarten einfach, dass bis zur Eröffnung am 15. Dezember Barrierefreiheit für alle Leipziger, aber auch für alle Gäste unserer Stadt geschaffen wird. Denn wir haben folgendes Problem. Die Leipziger, die wissen es dann, wie sie die Umwegung zu gehen haben. Aber die Gäste, die kommen hierher, stehen vor der Treppe und sagen, Mensch, was ist denn das? Und das ist, denke ich mal, für unsere Stadt ziemlich peinlich und einfach auch traurig. Für die Zukunft erwarten wir und fordern wir, dass bei sämtlichen Planungsmaßnahmen, bei sämtlichen Veranstaltungen, bei sämtlichen Situationen von vornherein Barrierefreiheit berücksichtigt wird. Beim Planen unter Einbeziehung von Interessenvertretung, und zwar von Anfang an, nicht erst zu einer Abnahme, wo man dann vor Fakten gestellt ist. Und wir erwarten, dass Barrierefreiheit in der Dimension gesehen wird, dass es für alle Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen geschaffen wird. Zugänglichkeit, aber auch Kommunikation, Information, dass jeder am Leben mit seinen Möglichkeiten und seinen Notwendigkeiten teilhaben kann. Unter anderem durch Gebärdensprachdolmetscher bei allen öffentlichen Veranstaltungen. Das muss einfach Normalität werden. Leichte Sprache für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und so weiter. Blindenleitsysteme, Informationen. Und wir hoffen, dass es endlich mal den Weg dahin gibt, dass in der Ausbildung, und das muss in den Schulen beginnen und sich an den Hochschulen, in den verschiedenen Berufsschulen bis hin zu den Universitäten, endlich das Wissen zur Schaffung von Barrierefreiheit in der von mir angesprochenen Komplexität vermittelt wird. Dann wird sich, dann kann sich etwas ändern, dass man von vornherein dann sicherlich gesagt hätte, aber da müssen wir auch dran denken und da müssen wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir halten es zwingend für erforderlich, dass alle, die beteiligt waren, an einen Tisch kommen und nach Wegen suchen, um hier diese Barrierefreiheit nachträglich zu schaffen. Wir hatten im Vorfeld die verschiedenen Beteiligten an diesem Bau angeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wer hier ist und muss jetzt einfach mal fragen, ob, weil ich jetzt auch nicht da jeden so zwingend kenne oder kennen müsste, ist jemand von der Stadt hier, der uns etwas dazu sagen könnte? Von der Deutschen Bahn. Herr Martini hat uns gesagt, er wird es weiterreichen. Degas hatte uns schon schriftlich mitgeteilt, dass sie es nicht betrifft. Sie haben das umgesetzt, was von ihnen gefordert worden ist. Ich hatte dann geantwortet, es ist ein Problem für alle, was umzusetzen gewesen ist und umzusetzen noch in dem Fall wäre. Das tut mir leid. Das finde ich auch ein Armutszeugnis, dass da jetzt niemand da ist. Umso mehr freue ich mich, dass es von der Presse, also in den verschiedensten Formen wahrgenommen worden ist. Und ich hoffe einfach,
dass es dadurch so einen Schub geben kann, dass Barrierefreiheit in Zukunft wirklich von Anfang an ein Thema ist. Und dass wir alle gemeinsam, wie wir hier stehen und die, die natürlich mit dazugehören, als Gäste oder als hier in unserer Stadt wohnen, barrierefrei leben können. Ja, jetzt würde ich Sie fragen, die Frage in den Raum stellen, wer sich dazu äußern möchte. Unsere Forderung war klar gesagt, Schaffung von Barrierefreiheit, nachträglich, alle an einen Tisch. Und Herr Pöhler, der Landesbinnenbeauftragte, hat uns heute noch eine Mail zukommen lassen, dass er genau das auch fordert, dass hier nachgerüstet wird in diesem Sinne und dass alle an einem Tisch, das ist direkt die Formulierung auch aus seinem Schreiben, bis zum 15.12. zur offiziellen Eröffnung das umgesetzt ist. Zumindest ist der Weg dahin. Ja. Wer möchte sich äußern? Der möge bitte. Herr Redl habe ich jetzt zuerst gesehen. Frau Hollig. Hallo. Meine Damen, meine Herren, ich brauche mich sicher nicht vorzustellen, denn ich bin ja bei fast allen Veranstaltungen, die mit Menschen mit Handicap zu tun haben, dabei. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war erschüttert und ich habe mich für die Reaktion der Stadt geschämt. Wenn man im Behindertenbeirat behauptet, zu den Mitgliedern, ihr seid ja selber dran schuld, ihr habt es selber beschlossen, grenzt das an eine Menschenverachtung, die es gar nicht geben darf. Und ich sage Ihnen, Sie sind keine Bittenden, Sie bestehen nur auf Ihr gesetzlich zugesprochenes Recht. Und die Stadt hat zusätzlich zu all diesen Gesetzen, an denen sie sich halten muss, noch das Abkommen von Barcelona zur Barrierefreien Stadt unterschrieben, was noch viel strengere Regeln aufstellt. Und hier müssen wir uns unbedingt dran halten. Und ich werde mich leider mit den anderen Kollegen dafür einsetzen, dass das hier so ist. Und dass Frau Schubert heute nicht hier ist, bin ich auch nicht geworden. Weil sie hatte schon mal die Grundidee, alle an einen Tisch zu bringen. Und deshalb fand ich die Presseerklärung von Herrn Pöhler wirklich zielführend, dass er dies fordert. Und ich hoffe, wir werden im gemeinsamen Kampf das bis zum 15. Dezember durchbekommen. Danke. Ja, vielen Dank. Liebe Leipzigerinnen und liebe Leipziger, Magitta Hollig, Stadträtin der Linken und Mitglied im Behindertenbeirat. Wir haben am Montag im Behindertenbeirat sehr heftig darüber diskutiert, wie mit den Menschen mit Behinderung, aber auch zum Beispiel jungen Müttern hier umgegangen wird. Es ist nicht nur der eine Teil, es betrifft jung und alt. Und man kann es nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss mit ihnen reden. Wir haben uns also sehr vehement diskutiert, dass wir uns das verbitten, dass ein solcher Zugang nicht behinderten, nicht barrierefrei ist. Und Herr Jenisch hat es gesagt, fast 1 Milliarde hat dieser Tunnel gekostet. Und wenn dieser Umbau, 900 Millionen sind mal 1 Milliarde, wenn dieser Umbau jetzt 200.000 nur noch kosten soll, dann müssen die auch von der Degis und der Bahn aufgebracht werden. Das fordern wir. Nur so kann es gehen. Und ich möchte nochmal allen hier auch mitteilen, dass der Behindertenbeirat wirklich der Sprecher für die Menschen mit Behinderung ab Jung und Alt ist und sich dafür sehr einsetzt. Und ich hoffe, dass wir weiter so geschlossen stehen, wie wir heute stehen. Und ich sehe auch viele Menschen, die hier vorbeikommen, nicken uns zu oder bleiben sogar stehen, weil sie diese Forderung unterstützen. Halten wir zusammen, bleiben wir bei unseren Forderungen, die geltendes Recht sind. Und das hat ja schon Herr Rede gesagt. Wir fordern nichts anderes als grundsätzlich geltendes Recht. Und dann lassen wir uns auch nicht ausspielen. Wenn jetzt jedes Mal kommt, die Stadt hat kein Geld, woher soll sie das? Das ist nicht Aufgabe der Stadt. Es ist Aufgabe der Bahn und der Degis, dass sie barrierefrei baut. Und ich möchte noch einmal etwas sagen. Diese Menschen, die hier geplant, die hier gebaut, die hier Bauleiter haben, die bekommen nicht wenig Geld für ihre Leistung. Das soll sie auch kriegen. Aber dann fordern wir, dass sie nach den Gesetzesnormen bauen. Und dazu gehört Barrierefreiheit. Vielen Dank.
was ich mache. Also ich kann nur sagen, wenn hier Stadträte da sind, die vorher nicht gewusst haben, verstehe ich nicht, das war genügend lange aus und die Bauzeit ging 8 Jahre lang. Also ich verstehe das nicht und der Stadt Leipzig gibt ja ein Haus von 900 Millionen Euro. Also ich möchte mal wissen, wo das Geld herkommen soll. Ja, und da kann ich bloß sagen, wir müssen wirklich nur Druck machen, dass der von 15 für uns das barrierefrei ist, ja. Und da müssen wir eben mal alle mal durchmarschieren, dass wir einfach mal die Konsequenzen sehen. Es fand ja auch eine Feuerwehrübung statt. Ja, ich glaube nicht, dass da Behinderte mit drunter waren, weiß ich nicht, war nicht dabei, aber ich glaube nicht. Ja, das wurde ausgeblendet, ich denke, da sehen die Übung noch schlechter aus, als es dort bekannt gegeben worden ist. Ja, und weiter möchte ich sagen, wie das hier so ist, Barrierefreiheit, ja, merkt man auch bei den Bundestagswahlen, ja, und auch bei den OGM-Wahlen, ja, also ich denke nicht, dass jetzt hier die Stadt Leipzig was von Behindertenfreundlichkeit erfällt. Ja, und deswegen überlege ich schon, was wir das unternehmen. Ja, aber was soll's, jetzt haben wir einen Tunnel, wo man sich durchgehen kann, wo ein Behinderter nass werden. Ja, also ich finde das auch von der Arbeitsgruppe, von meiner Partei auch selber, ja, wir haben einen Wirtschaftsbürgermeister, ja, also nicht gut, dass das zugelassen worden ist. Es ist einfach nicht kontrolliert worden von Seiten der Stadtverwaltung. Und dass im Behindertenbeirat zu spät gesprochen worden ist, diese Diskussion hätte vorher stattfinden müssen. Nicht vorher, nicht hinterher, sondern vorher. Ich verstehe nicht, es wird immer gekriegt, wenn alles schon im Grund gefallen ist und vorher findet einfach nicht statt. Und da rufe ich hier alle mal auf, viele Behinderte, macht endlich für euch selber Politik und überlasst es nicht den Gesunden. Nur ihr selber könnt für euch selber Politik machen. Die Gesunden können das nicht. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Tuss. Natürlich, ich denke, wenn man so die 23 Jahre zurückblickt, ist auch unwahrscheinlich viel Positives hier in unserer Stadt entstanden. Es hat auch viele Beispiele gegeben, wo Interessenvertreter von vornherein mit einbezogen worden sind und wo Lösungen gefunden worden sind. Umso tragischer ist es, dass es gerade an dieser Stelle hier von der Treppe, in anderen Bereichen hat es eine Einbeziehung gegeben, aber an dieser Stelle hat es leider aus welchen Gründen auch immer nicht stattgefunden. Aber ansonsten muss ich einfach auch mal sagen, dass hier Prozesse auf dem Weg sind, wo man vor 24 Jahren noch geträumt hat. Da hat sich einiges getan, das muss ich, denke ich mal, auch mal hier mit ansprechen. Umso wichtiger ist, wenn sich die Ebenen erhöhen und man dann nicht zurück will, dass es einfach von vornherein in jeglicher Hinsicht Berücksichtigung findet. Ich hoffe, dass unser Hiersein von Interessenvertretern, von Politikern aus den unterschiedlichen Parteien, aus den unterschiedlichen Vereinen, mit den unterschiedlichsten Behinderungen und aber auch Menschen, die jetzt keine Behinderung haben, die das genauso sich zur Herzenssache gemacht haben, dass sie gemeinsam dort diese Wege mitgehen können, natürlich mit den Umsetzern, den Firmen, den Einrichtungen etc., dass wir eine barrierefreie Stadt und ein barrierefreies Land realisieren können. Hier ist ein Negativbeispiel, aber es gibt auch viele positive, dort wo von vornherein die Belange über Interessenvertretung einbeziehend mit realisiert aufgenommen worden sind, hat es auch viel Barrierefreiheit gegeben. Ich sage nur Völkerschlachtdenkmal, ich sage Katharineum, es gibt noch verschiedene andere positive Beispiele. Das muss man einfach auch mal sagen. Kollegen, Sie hatten das vorhin schon gesagt und wir beschäftigen uns im Behindertenbeirat. Das ist richtig. Herr Dr. Kiefer. Ja, Thomas Weiß, Deutschen Bundestag. Wir haben im letzten Jahr im Deutschen Bundestag und zwar fraktionsübergreifend. Das ist also kein Thema, womit jetzt verschiedene Parteien versuchen, Profit rauszuziehen. Fraktionsübergreifend haben wir im Deutschen Bundestag ein mehrtägiges Seminar gemacht und zwar in den Ausschüssen, die wir haben, mit Leuten mit Behinderung. Die Frage der Inklusion eben auch in die Politik mit hineinzubringen. Ich habe vor 2 Jahren mich schon dafür ausgesprochen mit dem Konrad Riedel und da bleiben wir auch dran, dass dort, wo öffentliche Fördermittel geflossen sind, nämlich die Mittel des Steuerzahlers und Barrierefreiheit nicht umgesetzt wird, dass diese Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Ich denke, das wäre ein richtiges Druckbild und ein richtiges Signal, dass das
einfach mit dazugehört. Vielen Dank. Wer möchte sich noch äußern? Herr Wehner. Ja, vielen Dank, liebe Leipzigerinnen, liebe Leipziger. Mein Name ist Horst Wehner, ich bin der Vorsitzende des Sozialverbandes VDK Sachsen. Ich komme aus Chemnitz und grüße Sie alle sehr herzlich von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern, vor allem von den Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Wir sind mit Ihnen sehr, sehr solidarisch. Ich bin darüber hinaus auch noch Abgeordneter des Sächsischen Landtags, wurde schon gesagt, Vizepräsident des Sächsischen Landtags. Ich gehöre zur Fraktion Die Linke, bin dort der behindertenpolitische Sprecher. Im Sächsischen Landtag haben wir in diesem Jahr einen Gesetzentwurf eingebracht zur Sicherung der Teilhabe. Ein neues sächsisches Gleichstellungsgesetz oder Inklusionsgesetz, so nennen wir es ganz genau, das das alte ablösen soll. Und das Bemerkenswerte in unserem Vorschlag ist, den wir gemeinsam mit der SPD in den Landtag eingebracht haben, wenn solche Dinge wie hier passieren, müssen die Verantwortlichen zur Kasse gebeten werden. Das kann nicht sein, dass sie einfach nur sagen, soll es von den Wohnungen weggenommen werden. Da hat jemand geschlafen hier in Sachsen. Schon bestehende Gesetze einfach nicht eingehalten werden. Und die Leute müssen dafür haftbar gemacht werden. Wir müssen auch unseren Kopf hinhalten, wenn irgendwo etwas nicht stimmt. Ich habe aber noch eine Bitte an Sie alle. Bleiben Sie dran mit den Verantwortlichen in der Stadt und sorgen Sie gemeinsam dafür, dass am 15.12., wenn der Tunnel eröffnet wird, doch noch barrierefrei werden. Lassen Sie sich da einfach nicht unterstützen. Unsere Unterstützung haben Sie. Ihnen viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. Herr Birnbaum. Schönen guten Tag. Also es geht nur darum, das erinnert mich alles ein bisschen an das Kino damals in Grünau, an das Bürgerhaus. Da war das auch mal so, da sollte das behindertengerecht gebaut werden und dann kam man nicht ins Kino rein. Das erinnert mich daran. Es geht ja um den Tunnel. Es geht wirklich nicht nur um die Leute, die jetzt im Rollstuhl sitzen, wie die Kollegin von Linken sagte, es geht um Leute mit Kleberwagen, es geht um Leute mit Rollator, also alte Leute, die nicht mehr richtig laufen können. Es geht auch teilweise auch nicht um Sehbehinderte, dass das nur ein bisschen verändert wird. Also es müsste unbedingt, ich weiß nicht, wer da einen Hut auf hat, was verändert werden. Ich hätte auch gerne mal gewusst, wie unser Oberbürgermeister dazu steht, ob das schon mal zu dem Punkt gekommen ist. Was der dazu meint, das hätte mich wirklich mal sehr interessiert. Denn er ist ja noch Chef der Stadtverwaltung, da müssen sie auch dazu eine Meinung haben. Und es ist schade, dass außerdem niemand richtig von der Stadt dabei ist. Das ist wirklich nicht gut. Ja? Also, wie gesagt, das war das, was ich gesagt habe. Alles Gute und ich hoffe doch, es ändert sich noch einmal. Ja, vielen Dank und deswegen sind wir hier, dass ich es ändere. Wer möchte sich noch zu Wort melden? Frau Dr. Heimann. Also ich bin der Heimann, ich habe die SED-Fraktion zuständig für Umwelt, Ordnung und Bau. Umwelt und Ordnung bin ich auch noch die Ausschussvorsitzende. Und bei Ordnung kommt es auch an, da geht es um Sicherheit. Und deswegen haben wir uns das auch aus dem Tisch gezogen und wir haben es ja auch alle erst an dem Tag erlebt. Nun kann man natürlich gerechtfertigt sagen, die Stadträte, ihr hättet es ja merken können. Ja, die Vorlagen und immer wieder Änderungen waren viele gewesen. Da war das leider ein kleines Stückchen nur davon. Das so strikt man der Stadtrat nicht. Wir haben die Beschlüsse ja, wie es schon gesagt wurde, ja alle gefasst. Und man muss dann meinen, die Verwaltung handelt danach. Leider gibt es einen Generalbeschluss, wir lösen alles oberirdisch und dann können schon alle irgendwie drüber. Also Beispiele sind heute schon genannt, brauche ich nicht wiederholen, die es eben nicht so einfach machen. Spätestens jetzt, wo es regnet, merken wir es, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Es kann nicht sein, dass barrierefrei nur Wind und Wetter ausgesetzt sein muss und nur so geht es zu lösen. Deswegen haben wir nochmal nachgefragt, wie ist denn der Prozess? Wie werden denn Behindertenbeirat und auch die Experten
sich an den Verbänden gibt, beteiligt, bevor das losgeht. Und wir mussten feststellen, wir müssen tatsächlich der Stadt den Auftrag, der Stadtverwaltung den Auftrag erstmal noch geben, nochmal eindeutig, wie es auch der Letzte versteht, zu Beginn des Projekte sind die Verbände, deren Sachverständige zu beteiligen. Wir sitzen heute in der Fraktion zusammen und wir hoffen, dass wir auch sicherlich auch in anderen Fraktionen die Unterstützung dazu bekommen, dass wir der Stadtverwaltung diesen Auftrag mit einem Antrag geben, dass sie entsprechend die Verbände einzubinden haben, sowohl im Baugeschehen als auch bei der Planung von großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der anstehenden 1000-Jahr-Feier. Auch die soll bitte barrierefrei erlebbar sein. Insofern wünschen Sie uns Glück, dass wir, ich hoffe, das wird ja nicht schwierig werden, mit allen anderen Fraktionen gemeinsam diesen Beschluss dann auch kurzfristig im Stadtrat durchbekommen. Ja, vielen Dank. Barrierefrei von Anfang an, fraktionsübergreifend. Ich denke und bin der festen Überzeugung, dass da noch viel auf den Weg kommen wird und natürlich auch kommen muss. Und wir hatten im Beirat darüber gesprochen, dass jetzt im Zusammenhang mit der Erarbeitung vor den neuen Plan im Zusammenhang mit Situationen von Menschen mit Behinderung die Forderung aufgestellt wird, dass bei sämtlichen Vorhaben, auch außerhalb des Baus, ich sage es heute schon, von vornherein auf Barrierefreiheit zu prüfen ist. Das heißt, bei Großveranstaltungen in der Stadt zum Tag der Begegnung nächste Woche am 19. hier in der Innenstadt, jetzt schon mal eingeladen, sind natürlich auch Gebärdensprachdolmetscher da. Am Wochenende ist am Sonntag bei den Stadtwerken das Familienfest. Es sind auch Gebärdensprachdolmetscher da. Aber es muss überall auch sein. Es muss überall einfach dort die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Und das muss in unseren Köpfen beginnen. Deswegen noch einmal die zwingende Notwendigkeit. Da ist die Politik angefragt. Und ich weiß, dass es da keinen Konsens gegeben hat. Dass einfach das Wissen zur Schaffung von Barrierefreiheit verbindlich in allen Ausbildungsrichtungen, insbesondere im Dienstleistungsbereich, zu vermitteln ist. Wir versuchen das seit 2003. Unter drei Ministern wurde uns gesagt, das ist aus rechtssystematischen Gründen nicht möglich. Jetzt wurde uns gesagt, es ist nicht notwendig. Wir stehen hier und merken, es ist notwendig, und zwar in allen Bereichen. Jeder von uns, sobald es eine andere Behinderung betrifft, steckt da nicht in den Details. Deswegen muss es vermittelt werden. Es muss eine Selbstverständlichkeit werden. Und ich hoffe, dass wir alle hier miteinander, wie wir hier stehen, dort ein Zeichen setzen, dass es von der Politik mitgenommen wird und dass es parteiübergreifend Umsetzung finden kann. Ich bin dankbar, dass es ein bisschen regnet. Nur leider sind jetzt die nicht da, die das dann dort auch nochmal einfach so vom Erleben her mitnehmen, wegen der Problematik des rübergehen müssen. Entschuldigung, ich wollte damit nicht sagen, dass ich uns den Regen wünsche. Das nicht. Aber es wird spürbar. Und ich hatte es am Anfang gesagt, ich finde es einfach, ja, es ist eine Verachtung der Leute, die in einer Mobilitätseinschränkung sich befinden, wenn gesagt wird, naja, die haben noch die Möglichkeit. Und wir haben irgendwann wieder Schnee, den soll es wieder häufiger geben, und da wird es noch viel, viel problematischer. Wer möchte sich noch äußern? Ich wünsche ansonsten allen natürlich den Sonnenschein, den wir brauchen, und der entsteht dort, wo Barrierefreiheit entsteht, aus der Sicht von allen Behinderungsarten. Und das ist festgelegt in § 3 des sächsischen Integrationsgesetzes. Es muss einfach bloß immer wieder nachgelesen und vor allen Dingen umgesetzt werden. Und in dem Sinne, wenn jetzt nicht noch eine Anfrage wäre, würden wir dann etwas vorzeitiger die Kundgebung beenden wollen. Umso wichtiger, da bleibt mehr Zeit für die Umsetzung. Dann die Forderung steht, Barrierefreiheit bis zum 15.12. hier in der Verteilerebene und in Zukunft Einbeziehung von Anfang an, von den ersten Planungsstrichen aus der Sicht von allen Behinderungsarten. Und ich denke, dann können wir in einer Gesellschaft wirklich ankommen, wo jeder mitgenommen ist. Und dann gibt es vielleicht auch nicht mehr so viele psychische Probleme, wenn man merkt, Mensch, ich gehöre mit dazu. In dem Sinne wünsche ich uns jetzt keinen Regen mehr, sondern ich wünsche ein gutes Nachhausekommen in die verschiedenen Städte und nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier waren,
auch aus den anderen Städten, die uns unterstützen. Und wir hoffen, dass es überall nicht dazu kommen muss, derartige Demonstrationen bzw. Kundgebung durchführen zu müssen. Alles, alles Gute und wir hoffen auf eine, nein, wir fordern die baldige Änderung. Vielen Dank an die Politik, vielen Dank an Sie alle hier, die erschienen sind und insbesondere an die Medien. Wir sind sehr dankbar, dass Sie dieses Thema hier nach draußen tragen. Frau Barth, nochmal auch ein besonderes Dankeschön an Sie.